So, hallo, also wir sind hier jetzt wieder versammelt auf unserem Mindtest-Server gemeinsam von der Computerspielschule Stuttgart und wollen heute eben auch mal wieder weiterbauen und uns ein paar Dinge anschauen. Genau, jetzt gab es nichts, stand nichts Großartiges an, deswegen wollte ich euch mal den Tagesplan so ungefähr erzählen. Wir wollten einmal ein bisschen die Marktstände, die wir dort hinten angefangen haben, weiter ausbauen. Und da braucht man natürlich insbesondere für die Dächer Wolle. Das könnte zum Beispiel ein Team übernehmen. Wir brauchen natürlich auch später für das Dorf Holz. Da haben wir ja schon unser Farmland angelegt und da könnte man einfach mal so eine Tree Farm anlegen. Das heißt, ein paar Bäume pflanzen, die uns dann immer zur Verfügung stehen. Wir haben ja auch hier einen großen Wald hinter unserem Dorf. Das wäre eine Aufgabe, die könnte praktisch ein Team übernehmen. Und es gibt auch wieder eine andere Möglichkeit. Wir möchten euch ja immer auch die Entscheidung lassen, den Wasserfall von letzten Mal noch ein bisschen zu untersuchen, weil das war irgendwie ganz cool und vielleicht können wir den später für Events benutzen, aber nur, wenn wir ihn auch ausbauen, vielleicht beleuchten. Und dafür braucht man dann natürlich auch wieder Ressourcen. Also das könnte ein Team, bitte zuhören, das könnte ein Team auf jeden Fall machen. Ja, das ist doch super aufgeteilt, 3-3, fantastisch. Ja. So. Technik nicht, da Hallo. Ist er. Aha, ja, da ist er. Die Schaufel aus der Truhe geholt. Okay. Ach so, Scheitel, hey. Muss ich auch? Oh Mann, ich habe keine Ahnung. Aber ich hab alles noch. Ach so, ich habe mir nur eine Schaufel geholt, weil ich alles andere noch habe. Ich habe so eine Axt, glaube ich, noch. Was muss ich mir noch holen? Und wo muss ich hin? Du brauchst eine Spitzhacke, eine Schaufel und ein Schwert und eine Axt. Da, hier, guck, Anna, komm mit. Hier. Da ist was. Da drin. Da muss ich draufhauen. Ja, genau. Das Ding ist, mein Inventar ist halt absolut zugemüllt, ne? Ach, es gibt hier einen Mülleimer, wie geil. Ah! Alle gerade so voll am Spiel entdecken. Was ist denn mit... Ist das mein Inventar, was ich da unten sehe? Was? Wenn du auf die klickst, siehst du auch dein Inventar, ne? Anna. Ah ja, okay, genau, stimmt. Ich sortiere gerade ein bisschen aus. Faden können auch retten. Dahin. Brauchen wir vielleicht eine Leiter? Ich habe 9 Leitern, also das müsste eigentlich reichen. Warum habe ich so viele Leitern? Vermutlich, weil du die produziert hast, ne? Gehen wir los zum Wasserfall. Langsam. Moment. Ich muss kurz noch eine Sache sortieren. Monika. Jo, ich hab's. Da. Okay. Hört ihr mich? Ja, aber ganz leise. Oh, okay. Jetzt ist gut. Besser? Ja. Okay. Ich weiß nicht, hat es der Chris schon gesagt, aber wenn ihr auf I drückt und dann, Das ist Inventar, ja. Ich habe ganz viel. Aber wenn ihr auf P drückt, dann kommen da Points of Interest und dann können wir uns sofort in die Mine teleportieren. Dann müssen wir gar nicht erst hingehen. Aber P drücken. Wenn du auf I gehst, ist dann P ganz unten in der Leiste. Ah, okay. Und das bei sind mir so steht, dass das deaktiviert ist. Ja, oh. Mein Run steht da bei mir noch. Genau, und das ist, aber da kommen ist wir. Das falsche. Echt? Ja. Aber das da kommen die wir andere die... Mine. Nein, ich bin ah. rein. Ah, jetzt ich bin jetzt ganz unten, oder? Hier ist Wasser auch, also. Hä, ist ja weird. Aber ich glaube, das ist die falsche. Das ist, glaube ich, nicht die richtige. Sicher? Ich weiß. Oh, jetzt bin ich auch hier. Aber das hat vorhin der Chris extra angelegt, dass wir da nicht extra hin und her laufen müssen. Das ist unser Rennort an. Monika, da braucht man 10 Minuten wieder hoch. Scheiße. Ja, kann man sich nicht zurück teleportieren, nee, oder nee, das wie? Ist ein bisschen problematisch. Super. Da bin ich wieder. So, Monika, wir sind zurück.
Perfekt. Ich komme. Hallo. Ich habe meine Hacke in der Hand. Wollen wir jetzt losgehen? Ja. Also, ihr müsst vorgehen. Okay. Hört ihr mich? Ja. Ja. Wo ist er hin? Hier. Ah. Aber ich komme nicht durch. Hier ist ein blöder Weg. Hier kommt man nicht gut lang. Ah, hier geht's lang. Da müssen wir rein. Nee, warte, wo müssen wir rein? Monika, weißt du noch, wo es lang geht? Geht's hier lang? Monika geht einfach voraus. Ab da geht's lang. Ich bin wo ganz anders. Ich bin auch nicht sicher. Ich guck gerade. Also ganz ehrlich, nach Weg braucht ihr mich gar nicht erst fragen, weil mein Orientierungssinn ist im echten Leben schon. Ihr seid... Oh mein Gott, ich muss mich jetzt entscheiden. Oh Gott, wem gehe ich hinterher? Ja, nee, ich glaube, bei mir hinterherlaufen ist eine schlechte Idee. Geh lieber Monika hinterher. Ey, wir sind echt zu dumm, ne? Also, ich hab das gefunden. Monika hat einen Eingang gefunden. Aber ich glaube, ist das... Nein, das ist definitiv ein anderer Weg. Nein, wo ist dann haben Eingang? Wir einen neuen Eingang gefunden. Lass mal runtergehen. Und ja, weil ich glaube, wir sind da nirgendwo hochgegangen. Wo ist die Katze, Anna? Oh, meine Katze schreit anders. Tja. Ja, blöd, oder was ist los? Ich meine, beim letzten Mal haben wir doch gar nicht danach gesucht. Voll der schöne Spaziergang. Ja, es ist eigentlich voll schön, ne? Wir machen halt bloß nicht das, was wir tun sollen. Oh, ich bin voll runtergefallen. Wo bin ich? Nein! Aber ich Anna, bitte keine runter. Kraftausdrücke. Ups, scheiße. Oh, oh. Ja. Ich bin verloren. Ich bin in dieses Ding reingefallen. Das hat mir Angst gemacht. Wir sind einfach zu dumm. Warum wissen wir nicht, wo es lang geht? Wir haben das doch beim letzten Mal so einfach gefunden. Sofort gefunden. Ein Schritt gelaufen und wir... Kann man nicht die Karte anzeigen oder so? Da. Ich hab gerade aus Versehen mit dem Fuß das Klinkenkabel aus dem Adapter rausgezogen. Oh. Gibt's nicht eine Karte? Nein, das ist das Problem. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ja, das ist gefährlich. Warum sind da Pflanzen? Oh, scheiße. Ich hab dich reinfallen sehen. Wo seid ihr noch? Lebt noch. Ich sag noch, wer baut denn da Pflanzen um das Loch? Und die Monika fällt direkt neben mir rein. Aber, Freunde, ich bin noch am Leben. Das ist schön. Ein Herz, aber ich lebe. Brauchst du Hühnchen? Ich sehe dich bauen. Oh Gott, ich baue dir gleich alles von... Ich gehe mal ein Stück zur Seite, nicht, dass du den... Mach kurz eine witzige Show, ich muss aufs Klo. Unterhalte die Leute, die zuschauen, ein bisschen. Ich stelle mich jetzt hier hin und ihr müsst die Leute, die zuschauen, unterhalten. Willkommen zu, wir sind zu doof, um einen Eingang zu finden. Mal nicht weg. Ja, genau. Ungefähr so. Ich stelle mich mal hier oben hin und lauf vielleicht nicht weg. Guck, Anna, ich sehe dich jetzt. Okay, und aber die Monika läuft weg und was mache ich jetzt? Die ganze Zeit hier hochwinken und dann siehst du mich. So, genau, du machst jetzt, ihr macht jetzt irgendwas Witziges. Ich muss kurz aufs Klo. Bin gleich wieder da. Wer gerade wieder in irgendein... Oh. Bist du jetzt in ein Loch gefallen? Nein, nur fast. Komm mal wieder hier hoch, wir müssen hier tanzen vor Nick, damit die Kamera das aufnimmt. Jetzt singen wir was. Was sollen wir singen? All I want for Christmas is you. Santa tell me. Ich kann den Text nicht. Ich auch nicht. Last Christmas, I gave you my heart. Very next day, gave it away. This year, to save me
give it to someone special. Oh, das war schön. Warum hast du mir... Christmas, I gave you my heart. Mama, bitte geh. Mama, bitte. Ich spiel hier. Das ist meine Arbeit. Hey, jetzt kann ich endlich mal deiner Mama Hallo sagen. Oh, die ist schon weg. Ah, oh, schade. Mama, Hallo von Anna. Jetzt. Warum hast du mir da eigentlich einen Baum hingestellt? Das war my heart. Ach so. Was du mir gegaved zum Christmas. Oder wieder. Nein. Ich spiele nicht nur zu zweit. Ein bisschen kurz, weil das wird gerade aufgenommen und wir. Ich habe dein Heart gegen einen Apfel getauscht. Das ist mein Heart für dich. Take it. Ich habe noch 44. Warum habe ich so viel Äpfel? Noch von letztem Mal wahrscheinlich. Ach so, das wird nicht gestrichen. Nicht gelöscht. Nee, ah, okay. Du kannst es selber löschen. Du kannst alles in den Müll werfen, aber das lassen wir mal liegen. Ja, Fleisch habe ich dann auch noch. Wenn du willst. Bis wann haben wir noch Zeit? 16:20 oder so? Nee, nur bis 16 Uhr, dachte ich, oder? Ich habe rohes Schweinekotelett und rohes Hammelfleisch. Das Essen. Das Fleisch. Hm? Das Fleisch ist mein Lieblingsessen. Gibt's da auch Käse? c'est bon, j'ai ramon. Ist genug Entertainment. Aber schneiden muss, dann cringe ich bestimmt übel. Kennst du den Bert? Den Come on, Bert. Ach, Bert, come on. Oh, mein Stuhl knarzt voll laut. Das ist jetzt auch alles auf der... Ups, jetzt habe ich gegen meinen Müll getreten. Also, ich habe nichts gehört. Ich komme so, das Erste, was ich höre, ups, jetzt habe ich gegen meinen Müll getreten. Nice. Ich komme nicht zu euch. Hier den Eingang. Wenn wir hier runterfallen, wir sind so tot. Ja, deswegen. Wir wissen halt immer noch nicht, wo der blöde Eingang ist, ne? Was passiert eigentlich, wenn ich sterbe? Ich habe keine Ahnung. Alle deine Sachen sind weg? So viel weiß ich. Was? Überleg mal, das wäre eine reale Frage gewesen. Was passiert, wenn ich sterbe? Alle deine Sachen sind weg. Leute, ich bin gestorben. Oh nein, ich sitze. Alle meine Sachen sind weg. Selbst wenn wir nichts mehr schaffen, wir haben die lustigsten Namen wahrscheinlich. Mega. Von allen. Nein, wobei, haben wir. Treffpunkt ist ja 16. Das wäre richtig. Oh mein Gott, sicher. Ich glaube, ich bin gut. Ich glaube, ich habe den Eingang. So schön. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Dann warte mal. Ich habe mir jetzt eine Hacke geholt. Wir waren einfach viel zu früh. Wir waren an der richtigen Richtung, aber... Hey, wo seid ihr? Wie komme ich hier runter? Anna, ich glaube, es geht für dich am schnellsten, wenn du dich einfach zum Dorf teleportierst. Ich sehe nix. Oder ich sterbe fast. Jetzt bin ich unten. Das ist halt die Frage, was ist besser? Tada! Komm mit. Schön. Mitkommen. Ich laufe rückwärts, weil die Leute euch sonst nicht sehen. Hallo! Hier, seht ihr. Oh, und dann schön. Da runter. Endlich. Hier runter. Da, hier. Wow. Oh Gott. Oh Gott. Wir brauchen so dringend Essen, ne? Ich habe noch ein paar Äpfel. Kannst du zwei oder drei Seh dich nur fallen. Oh mein Gott. Ich bleib jetzt bei euch. Bei oh euch Nick, wo bist du? Hier oben. Ich will euch immer im Blick haben, dann, weil da bei euch... Hier ist ein Apfel. Ich bin jetzt wieder voll. Achso. Anna, komm mit. Oh.
schön. Hier und. Ah, ich wollte gerade sagen, runter. Oh, stirbt man da, wenn man ins Wasser hüpft? Ey, Monika! Was denn? Die müssen an der Wand hängen. Sonst sieht das ungleichmäßig aus. Oh. Ups, ich bin ins Wasser gefallen. Hat mir jemand beantwortet, warum hier einfach eine Leiter schwebt? Schild da. Neues. Ich mach mal den Stein da weg, weil da springt man immer gegen. Was kann man hier sonst noch so machen? Oh. Sorry. War meine Absicht. Kann man hier, jetzt ist man ja dann halt im Wasser. Jetzt ist halt Kacke. Wollt ihr mal, also wir können ja mal als erstes berichten, was wir so gemacht haben. Wir können das auch zeigen. Wir können es auch kurz zeigen, genau. Das ist ja gar nicht so weit weg. Also gucken wir uns beide Sachen kurz an und dann gehen wir wieder hier hin. Genau, super, super gute Idee. Ja. Okay, Tammo, lead the way. Okay, ja, dann folgt uns mal. Wir haben nämlich uns auf die Reise gemacht, um ein bisschen Ressourcen zu sammeln und haben dabei ganz viele Samen für Bäume finden können und Holz. Ressourcen zu sammeln wie Blaubeeren, na Spaß. Genau, und dann haben wir hier unser Gartengebiet ein bisschen ausgeweitet, weil wir wollen ja, auch ein paar Bäume haben. Idee, hier, damit wo wir jetzt, Holz haben. Idee ist so, wo wir jetzt drin sind, ist das Farmgelände, da haben wir dann Weizen und Pipapo, hier sind Bäume und hier, wo wir jetzt drin sind, sind die ganz neuen Bäume und hier, im nächsten Fach, wo ich jetzt drin stehe, das ist noch nicht gebaut oder halt schon das Gelände gebaut, aber hier sollen mal später Tiere drin sein. Genau, da sind wir gerade noch dran. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal das Gebiet ausgeweitet und wir haben verschiedene Baumsamen gesampelt. Also hier haben wir zum Beispiel Akazienbaum angepflanzt. Ich weiß nicht, ob die Aufnahme nach einer Stunde endet. So, weiter unten gibt es noch Espe. Nee, Akazie ist das hier, das ist Espe. Ach. Keine Ahnung. Ich reiß euch die Tür an, ganz ehrlich. Genau, wenn man hier jetzt Pflanzen pflanzen will, dann kann man sich hier bei dem Brunnen immer Wasser holen. Genau. Hallo. Ja, dann, das war auf jeden Fall das, was wir gemacht haben. Jetzt könnt ihr uns ja mal zeigen, was ihr gemacht habt. Also, ich erzähle erstmal unsere Vorabgeschichte. Der fliegt. Alter, wenn Technik weg ist, dann muss ich die Tür platzieren. Wollen wir uns währenddessen mal auf den Weg machen? Hey, ganz ehrlich, Mann, wenn Superman weg ist, muss ich den. Das Tor. Auf jeden Fall, also als erstes haben wir versucht, den Eingang zu finden, haben ihn dann nicht gefunden. Hat eine ganze Weile gedauert. Wir sind dann, hatten dann noch 20 Minuten Zeit, das zu bauen. Haben dann in den 20 was Minuten. Was hat mein Windows jetzt überhaupt? Warte mal, was hat mein Windows? Oh, ich will jetzt. Nein, Windows, ich. Oh. So soll er irgendwie rausgefallen. Ungefähr so haben wir uns vorhin angehört, als wir vom Baum gefallen sind. Ja, bis in eine Dreiviertelstunde sind wir über die Bäume geklettert. Ey! Wollen wir dann wo den müssen Zugang wir zumachen? Machen? Wir machen den Zugang schöner, oder? Ist das hier jetzt der Zugang? Ich habe diese Höhle nicht gerafft, einfach. Ja, das hier ist der Zugang, Anna. Genau. Ist der Haupteingang. Da stirbt man am Anfang manchmal fast. Es ist mir noch nie passiert, aber. Hä, wenn man hier oben reingeht? Ach so, das meinst du, ja. Wollen wir. Habe ich Holz? Ah, nö, ich habe nur 200 Holz. Gut. Da, hier ist eine Stelle. Da ist voll komisch. Wir fangen jetzt an mit Holz, das schöner zu machen. Den Eingang. Bisschen.
Warum ist es hier alles so dunkel? Wir gehen raus und dann fangen wir von oben an, den Eingang schöner zu machen. Das ist echt ein bisschen weird. I will follow him. Gleich falle ich bestimmt wieder runter. Das hört sich lustig an, was macht ihr? Mhm. Gleich wieder runter. Anna, hallo. Ah. Kommt ihr? Warum ist das hier so kompliziert? Weil ich komme hier gerade nicht hoch. Ja, genau, das meine ich doch. Das liegt daran, dass es zwei Blöcke sind. Wartet mal, jetzt. Ein Pinguin! Hi! Warum ist hier in der Höhle denn? Jemand hat ihn hier reingeworfen, bestimmt. Der Arme. Ist bestimmt reingefallen und kommt jetzt. Ich erlöse ihn. Scherze. So, der kann ja jetzt weiter. Geh weiter, dann kommst du zum Wasser. Mal, da ist das Tageslicht. Wow. Oh, ich find's übel krass kompliziert, Kinos. Ich bin zu dumm, eine Leiter hochzugehen. Ja, deshalb machen wir es jetzt ja einfacher. Aber willst du das jetzt mit Erde bauen? Nein, ich mache mir die Erde weg, damit dass ich das mit Holz machen kann. Weil ich glaube, die anderen haben es immer noch nicht Ah, doch. Ah, ich habe auch so zwei Steine. Woher habe ich die hier? Na, heute bei uns in der Schule gibt es so in der Pause, was zu essen. Ich komme so. Ich sehe so, da liegen noch Pizzas. Und dann kauft der Typ vor mir einfach die letzte Pizza. Ich wäre fast ausgerastet. Das ist traurig. Das ist richtig traurig. Der hat einfach die letzte Pizza gekauft. Nee. Schild müssen wir uns bauen. Alles hier Holz? Nee. Ja, ich hab den Kreativmodus noch. So. Wackeln hin, dass wir das checken, dass hier der Eingang. Aber Anna ist doch die. Ach, da vorne, oder wie? Ja, ich habe ganz vorne Fackeln hingemacht. Sehen. Sollen wir da noch ein Schild hinmachen? Aber dann ist es wieder zu auffällig. Was? Well, Holzplan. Aber so habe ich das doch vorhin. Was ist das? Mir ist Kies runtergefallen. Ja, ich sehe es. Hä? Wieso siehst du das? Du bist weg. Ja, aber hier. Ich war hier. Aber hier auf der Treppe liegt ganz viel Kies und es kam gerade eben. Wo liegt auf der Treppe ganz viel Kies? Hier, da, wo du jetzt gerade bist, hier, da liegt doch was. Ach, das ist nicht ganz viel Kies. Das sind nur Steine, die ich weggeschmissen habe. Beziehungsweise, die ich abgebaut habe, aber nicht aufsammeln konnte, weil mein Inventar voll war. Nee, was ich meinte, war hier. Guck mal, das da. Das ist gerade. Komm mal mit. Ah, Licht. Ich sehe immer nichts. Wo bist du jetzt? Hier. Ah. Ah, warte mal, das ich baue. Das hier ist gerade alles auf mich draufgefallen. Das hier. Der ganze Haufen da. Warum hast du das gemacht? Hier ist überall noch wenig Licht. Dann fällt es runter. Henry, was willst du von mir? Ich bin wieder da. Henry, was willst du von mir? Das ist Henry, was habe ich verpasst?
passiert hier? Nick, du darfst nicht so laut deine Geschwister rausschmeißen. Das wird aufgenommen. So, bin wieder da, muss nur kurz was klären. Alles klar. Nein, ich musste nur kurz meinen Bruder aus meinem Zimmer schicken. Zwei. Also auf null läuft, auf los geht's los. Zwei. Eins. Oh. Los. Ich bin aber zurück. Oh mein Gott. Ich sehe schon wieder Hexe. Ja, oh no, oh no, oh no. Das ist so unfair. Monika ist einfach raus. Oh nein, was? Nein, ich war die ganze Zeit. Technik müssen wir runterstoßen, weil eigentlich müssen wir doch PvP aktivieren. Hey, warum fall ich auch die ganze Zeit runter? Oh. Alter, Technik ist zu gut. Wo geht's lang? Da geht's lang, ich bin fucking verlaufen. Ich weiß auch nicht. Ich gehe eigentlich nur dir hinterher. Ja, Ben Run ist das ja. Ist ja wie schon Ben Run hier. Chris, aber weißt du was? Ja? Ist gut, wenn du mir hinterher gehst, weil dann bin ich erst da. Geht's hier hoch oder geht's hier runter? Hoch ist einfach immer besser. Runter, nee, das kommt noch was runter. Ja, ich überhole euch. Hä, als ob es hier runter geht. Doch, du musst runter, ganz sicher. Ich verarsche dich auch nicht. Ja, vor allem ja am besten. Warum ist das? Nein, ja, hab ich überholt. Dieser, ich war so weit vor dir. Ich war 20 Sekunden früher da. Tja, mir darf man halt nicht vertrauen. Du bist so blöd. Ich muss aber leuchten, weil ich wirklich... Ich wollte schon... Oh nein, ich bin viel zu weit hinten. Boom, okay. Ich hab gewonnen. Okay, du hast gewonnen. Alles klar. Oha, ich bin noch nicht square. Mal in der Nähe von Helligkeit. Anna, oh nein, ich bin ohne. Ich bin in der Höhle. Redstone, Anna, ich bin in der Höhle. Aber hey, ich bin gestorben, jetzt bin ich auch gleich bei euch. Ich finde, wir sollten den Mindrun auch mal filmen. Aber wo ist Anna rausgekommen? Ich hab den doch Anna hat sich doch teleportiert. Nein, ich bin gestorben, deswegen. Ja, genau. Ah, wieder der letzte. Screenshot. Mit F12. Habe ich irgendwas? Ich hab euer... Redstone-Logi, geh mal kurz aus dem Weg. Okay, wir kriegen auch Schild zugeworfen, super. Ja, ich wollte eigentlich dem Ersten etwas geben, dem Technik wollte ich etwas geben. Okay, war wunderbar heute mit dem, was ihr alles gebaut und erkundet habt. Und auch unser Mine-Run hat super viel Spaß gemacht. Bin gespannt auf nächste Woche, wenn wir dann ein bisschen ein weihnachtliches Theme haben auf unserem Mindtest-Computerspielschul-Server. Und ich freue mich, wenn ihr dann alle wiederkommt und wenn ihr auch noch ein paar Leute einlädt. Also kommt alle vorbei und spielt mit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.